Feuerzündler. Toller Wortwitz. Das haben wir stärkste Eisnavi. Ja, ich habe gesagt, dass ich mir erobern und nicht holen werde. Ich kam gar nicht zum Ausreden. Es gibt ja einen geheimen Boss, der schießt irgendwelche Partikel, die Aeroga sonst reflektieren würde. Hat man Aeroga, schießt er dickere, die es nicht reflektieren kann. Dummerweise sind Partikel für mich, sind die Teile, die der Typ dann schießt, für mich ein sehr wichtiges Mittel, um ihm Schaden zu machen. Denn anders kommt man kaum ran. Man muss Aeroga weglassen, sonst macht er die dicken. Ah, ich weiß noch, dieser Cup war, wo ich herausgefunden habe, dass man Tomahawk weiterführen kann. Wo ich herausgefunden habe, dass man ziemlich jeden Limit weiterführen kann. Und ich weiß noch, hallo, wisst ihr, was eins von euch fichern? Das ist unsichtbar war. Gemacht, Donald. Ja, wenn du schon nicht heilen kannst, bist du wenigstens als Crash-Tester mir gut. Hältst schön die ganzen Trefferräume weg. Bist ein Bodyguard. Und Pan. Das steht ja aber falsch. In Jiminys Tagebuch ist er als Kupo-Rüster eingetragen. Da funktioniert ja genau wie der Panzerrüster, aber es zählt für mich nicht als einer. Angriffskraft. Nicht, dass das Schwert nicht schon stark genug wäre. Ich wollte ja nicht mal warum ich getroffen wurde. Oh nein. 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 Die Giftfunkel kriege ich auch noch platt, aber die Vita-Zipfler müssen weg. Goofy, ärgere nicht so viel. Moment. Hat Goofy den. Goofy hat ihn erledigt. Goofy hat einen Giftfungi erledigt. Was? Jeden Zaub machtlos. Das ist mein Name. Ich wollte eigentlich keinen Blitz einsetzen, aber es bleibt stehen. Alle beide. So. Also, Sora sagt, das war gar. Oh, nee, da kam Mesilisk. Mal gucken, wie sie ihn hier gemacht haben. Jawohl, der Herzlose aus Tarzans Welt. Leider haben sie. Leider doch diese Turnierversion nicht die coole Farbe, nicht diesen coolen Skin gehabt, den er in Tarzans Welt hatte. So, keinen anderen Herzlosen mehr da. Jetzt bleibt mal stehen. Nicht die Art von stehen. So einfach ist er besiegt. Es ist nach wie vor kein harter Gegner. Aber wir sehen ihn nicht zum letzten Mal. Ein paar Runden, die voll aus Magie bestehen, ne?
Oh, so komme ich? Wenn ich schon da bin. Dann ein paar Punkte mehr abstauben. Die Schwarzmarke sind gefährlicher als die Truppe schon übrig an sich. Ich kann eine ganze Combo abziehen und Schwarzmagier ist tot damit. Das Schwert behalte ich eine Weile. Also kümmerst du dich. Jungs, wichtig, lasst mich dran. Ah, hier ist schon eine Engelchen in der Burn. Selbst das hat eine andere Farbe gekriegt. Ein Engelschwinger ist ein ganz neuer Herzloser aus der allerletzten Welt. Okay. Kein Final Mix Herzloser. Versteht das nicht falsch. Lasst mich da! Der lebt immer noch! Ja, wenn die blocken, dann kommt da nichts durch. Oh, das ist eine Technik, die man abhalten muss. Man kann sie nicht blocken. Oder warte mal, man kann die blocken. Den Wirbel kann man nicht blocken. Ah, jetzt haben wir einen Boss. Die Höllenbellus und dann. Oder auch nur Zerberus. Die haben den Namen immer noch nicht gefixt. Was soll denn der Scheiß? Und jetzt fängt er damit an. Im Gegensatz zum letzten Mal kann ich auf seinen verdammten Rücken steigen. Kann mir diese dummen Dunkelheitsdinger scheißegal sein. Das macht er ja zweimal. Ist in Kingdom Hearts 1, wenn man sich hoch genug aufgelevelt hat, dann levelt Donald Goofy Level ja mit. Ja, wenn man dann weit genug gekommen ist. Können Donald und Goofy den alleine legen, man kann sich um eine Ecke stellen und warten, bis sie so weit sind, dass man dann noch den letzten Schlag machen muss. Donald und Goofy können nämlich nach wie vor keine Bosse plätten. Ich glaube, wenn ich das nächste Mal aus dem Cup ausscheide, sollte ich Donald unbedingt umarbeiten. Tja. Ich muss irgendwo draufklettern, bevor ich auf seinen Arsch springen kann. Stimmt, das macht er ja auch noch. Bis der Scheiß vorbei ist. Oder so Goofy sich endlich dazu entschließt anzugreifen. Das ist immer noch das alte Problem. Manchmal klettert Zora auf ihn auf. Manchmal springt er nicht, wenn er soll. Normalerweise muss man nur die Angriffstaste drücken und Zora springt hoch. Da man hier aber drei Köpfe hat und zwei sind wahrscheinlich immer über dem Boden, relativ nahe. Und aus irgendeinem Grund trifft er manchmal nicht. Dann schließlich sogar mal nicht zu springen. Ja, das wird meine Gelegenheit gewesen. Das Problem ist, Servos konzentriert sich auf mich. Mit allem, was er macht. Danke, Donald. Hm.
Hala, schon warten. Muss aber anmerken, wie relativ kantig das Modell von ihm hier ist. Aber es ist ein besseres Zwei-Spiel, also scheiß drauf. Mann. Sora. Oh, verdammt nochmal zu. So, wie ist denn dein Pio, um mich zu heilen? Ja, der kann schon härter sein als andere Bosse. Haha, Arschwecken! Schade, dass seine eigenen Treffer ihm keinen Schaden machen. Ich gebe zu, ich bin hier ein bisschen eine faule Sau, aber ich warte nicht ab. Nein! Lecker! Ich kann hier übrigens keine Rufmagie einsetzen, das ist die Regel der Arena. Nein! Stimmt noch, während er einen Atem dazu holt, kann man noch drauf. Und über seine Hinterläufe. Muss nochmal Dunkelheit machen, Kleiner. Ich hab echt bald keine Items mehr. Ich hoffe, ich komme noch dazu, Löwenherz zu kriegen, bevor ich krepiere. Na, nein! Jetzt hat er Block gedrückt. Wie soll sie. Wie ist denn Goofy wieder hochgekommen? Ich kletter doch nie so hoch. Er kann mich finden, also macht er gleich ein zweites Mal Dunkelheit. Damit hat er die beiden auch schon weg. Und so weiter. Das macht, geht dann nur noch Nahkampf. Scheißegal, was er vorher hatte. Was ist das, weil es da was jetzt? Der weiß, dass er am Verkacken ist. Naja, so leicht hast du es mit mir nicht. Ist schon ein bisschen unfair, so ein riesiger Hund gegen Kind. Wobei ich ja eigentlich so ein Mensch bin, der Hunde liebt. Zu einem gewissen Grad, den kleinen nervigen Kläffer von dem an mag ich auch nicht. Solange wie er kläfft. Doofen Jack Russell Terrier oder so. Hat Donald Estwood gelernt, das jetzt erst. Komm schon. Endlich haben wir das hinter uns. Let's go. Macht keinen Sinn bei Cerberus, hätte er Gravi erwartet, aber egal.